Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem neuesten Video von MacBook Pro. Ich zeige euch heute, wie ihr die Bildschirmtastatur bei Mac aktivieren könnt. Über die Spotlight-Suche oder über irgendeine Suche findet ihr die nicht. Und deshalb geht ihr auf Macintosh HD, dann auf System, dann auf Library, dann auf Core Services, dann in den Ordner Menu Extras. Und hier ist dann die Datei textinput.menu. Die öffnet ihr und dann erscheint hier oben so ein kleines Symbol. Dann klickt ihr auf Tastaturübersicht einblenden. Ups, falsche Taste. Tastaturübersicht einblenden. Und die Tastaturübersicht kommt halt. Genau, und wenn ihr dann halt in Texteditor zum Beispiel geht, könnt ihr dann ganz einfach hier den Text eintippen. So, und um die Bildschirmtastatur dann zu schließen, drückt man einfach X. Und wenn man jetzt das Symbol hier oben wieder raus haben möchte, dann drückt man CMD und zieht es einfach wieder raus. Genau, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!